Ich möchte nun auf die Ursprünge des syrischen Krieges eingehen. Das war keine kein heimischer Aufstand, überhaupt nicht, sondern die USA haben das geplant von vornherein. 2007, also 4 Jahre bevor der Krieg tatsächlich begann, hat WikiLeaks eine Kommunikation abgefangen und veröffentlicht, wo die US-Botschaft in Damaskus darüber nachdachte, wie man die Regierung stürzen kann und wie man die Schia- und Sunni-Muslime gegeneinander aufbringen kann und dass das einen destabilisierenden Effekt dann auf das Land haben wird. Und das ist dann genau das, was geschah. 2011, 3 Monate bevor der Krieg in Syrien begann, haben die Vereinigten Staaten, England und Frankreich einen Angriff auf Syrien gemacht, mit der Hilfe von der Türkei, was dann was dann Syrien destabilisiert hat. Kurz nach Beginn des Krieges in Syrien hat CIA Waffen an alle möglichen oppositionellen Gruppen innerhalb Syriens geschickt, mit der Hilfe von Türkei. Obama hat das autorisiert unter dem Programm Sycamore, war der geheime Name. Die Doktrin des Schreckens, die die USA eingeführt hatten, war, dass wenn man so paralysierende, also schreckliche Angst in die Bevölkerung hineinbringt, dann würden sie sich dem nicht widersetzen. Und dafür hat die USA Al-Qaida in Syrien unterstützt. Die hatten mehrere Namen, Al-Nusra zum Beispiel, immer um die Öffentlichkeit zu verwirren. Aber das war der Hauptverbündete der USA in diesem Krieg, nämlich Al-Qaida. Die gleiche Gruppe, die 9/11 gemacht haben, wo sie 3000 Menschen in New York getötet haben. Und das ist nun die Gruppe, mit der wir uns dann verbündet haben, nur 10 Jahre nach diesem Anschlag von 9/11. Diese Doktrin des Schreckens war so barbarisch, dass es für den CIA nicht möglich war, direkt Waffen an Al-Qaida und ISIS zu schicken. Deswegen haben sie auf anderen Wege Waffen dahin gebracht. Wir haben sie über Saudi-Arabien, Türkei und Katar da reingebracht, mit der Absicht, ISIS zu bewaffnen und Al-Qaida. Und kein Verbrechen war zu schrecklich, dass wir das nicht unterstützt hätten. Und damit wurde ein neokoloniales Imperium geschaffen, mit den USA als Kopf, wo wir alle Ressourcen im Mittleren Osten ausbeuten können. Und Teil davon war, Irak zu involvieren. Das war ein unprovozierter Krieg. 2 Millionen Leute sind da gestorben. Und in diesem Krieg in Syrien haben die Medien das unterstützt, die Kriegsverbrechen, die von den Terroristen begangen wurden, vom Westen unterstützt. Und die Medien haben gesagt, die Terroristen sind auch ganz nette Leute, sie wollen eine Demokratie. In Wahrheit aber haben alle diese Gruppen sehr öffentlich und klar gemacht, dass sie einen islamischen radikalen Staat einsetzen wollen,
durch die, der von der Scharia geleitet wird. Also waren die Medienberichte auch in diesem Fall komplett falsch. Die Doktrin des Schreckens hatte zum Beispiel auch das Element der Massenvergewaltigungen. Und es gibt Vergewaltigungen, die eben auch im Krieg passieren. Aber der Unterschied ist, dass in Syrien Massenvergewaltigung als fundamentales Element der terroristischen Doktrin eingesetzt wurde. Nämlich die Idee, dass man überall seinen Samen in die Frauen aller verschiedenen Nationen hineinbringt, um sich zu verbreiten, aber eben auch die Bevölkerung zu paralysieren. Und viele Frauen haben sich lieber umgebracht, als sich das antun zu lassen, als sie wussten, dass es passieren wird. Und diese Vergewaltigungen waren so schlimm, dass die Regierung Syriens es notwendig fand, neue Gesetze einzusetzen, um die traditionelle islamische Herangehensweise zu verändern der Mutterschaft, dass nämlich damit die Vergewaltiger keine elterlichen Rechte hätten über die Kinder, die sie den Frauen aufgezwungen hatten. Ein Führer des dschihadistischen Krieges hatte ein 13-jähriges Mädchen als Sexsklavin benutzt und hat sie aber als ausgezogen und als Schutzschild benutzt, hat sie auf sein Auto gebunden und ist damit in den Kampf gefahren. Und er wusste, dass die syrische Armee nicht auf dieses arme Mädchen schießen wird. Die syrischen Leute haben niemals in diesen ganzen 11 Jahren Krieg haben sich jemals hinter auch nur einen dieser Führer, den die USA unterstützt haben, gestellt, sondern sie haben immer den gewählten Präsidenten Bashar al-Assad unterstützt. Sie haben ihn gewählt und sie wollen ihre Freiheit. Sie möchten ihre Verfassung. Syrien hat die einzige Verfassung in allen arabischen Ländern, die Garantien religiöser Freiheit geben. Das steht in der Verfassung. Ich habe sie gelesen. Sie garantiert auch Frauenrechte. Es ist die modernste aller arabischen Verfassungen und dennoch wird es kritisiert. Und gerade Saudi-Arabien ist da ganz laut, diese syrische Verfassung zu kritisieren, obwohl Saudi-Arabien selber keine eigene Verfassung hat, sondern sie haben eben ihre mittelalterliche Scharia Gesetze und sie kritisieren eine liberale Verfassung. Das ist total absurd. Und die syrische Bevölkerung, recht klein, nur 23 Millionen Leute, haben sich 2/3 der militärischen Macht dieser Welt entgegengestellt, die versucht hat, Syrien komplett zu zerstören. Und dennoch hat Syrien all diese Länder zurückgekämpft, all die westlichen NATO-Länder. Und was dann 2016 passierte, dank der Hilfe Gottes, hat die syrische Armee begonnen, ISIS aus Palmyra herauszutreiben, auch aus Aleppo. Das war ein großer Kampf, der an Stalingrad im Zweiten Weltkrieg erinnert, wo die Kräfte von Hitler endlich gegen die Russen verloren hatten. Und das war der Anfang des Endes. Und der Verlust der Kämpfe in Aleppo auf Seiten von ISIS
Und an diesem Punkt hat John Kerry, der damalige Außenminister unter Barack Obama, der war sehr wütend. Er hat ISIS und Al-Qaida gesehen, wie sie zurückgeworfen werden. Er hat gesagt, sie verlieren nun und die USA würde nun Plan B einsetzen. Und der Plan B bedeutet, dass USA im Norden Syriens einmarschieren werden. Das ist, wo das Getreide von Syrien wächst. Und das ist auch, wo das Öl herkommt für Öl und Transport. John Kerrys Plan B war sich dieses unter den Nagel zu reißen, was wir dann gemacht haben. Wir haben das besetzt, wir haben gegen die syrische Armee gekämpft, an vielen Gelegenheiten. Wir haben Luftunterstützung, wir haben für ISIS gegeben und haben dieser Terrorgruppe erlaubt, die syrischen Verteidiger zurückzuschlagen. Und das war koordiniert mit den USA, wie die Terroristen da vorgegangen sind. Wir haben nun in diesem Bereich wurde dann von den USA eben alles besetzt. Wir hatten also zwei Ziele, diese USA hatten zwei Ziele dort. Indem wir den Norden besetzt haben. Also die USA wollte Hunger auf das ganze Land loslassen und Unterernährung der Kinder erreichen. Und auch zweites Ziel war, die Leute zu Tode zu frieren. Vor allem die Älteren in Zusammenhang mit all den Gebäuden, die zerstört wurden. Und das war der Plan B von John Kerry. Und das wurde sogar noch ergänzt durch den Caesar-Sanktionen. Die Vereinigten Staaten haben eine militärische Seeblockade eingeführt, um diese absolut unmenschlichen Sanktionen durchzusetzen, die Syrien seitdem daran hindern, sich wieder aufzubauen. Eine bestimmte Provision der Caesar-Sanktionen sagt, sie straft jeden, der Syrien hilft, sich aufzubauen. Wir wollten, dass die Leute weiterhin in Trümmern leben und frieren und verhungern. Das ist das Ziel der Caesar-Sanktionen, die bis heute existieren. Und dann gab es noch einige Geschäftsinteressen von Syrien, die von Libanon unterstützt wurden. Und daher haben die USA auch das angegriffen. Nämlich Mike Pompeo hat gesagt, dass man diese Sanktionen noch stärker durchsetzen will, schlimmer als vorher. Und dann wurde ein Schiff ist explodiert in Beirut, in Libanon, was mit einem bestimmten Dünger beladen war und was dann eine riesige Explosion verursacht, was dann Libanons Bankenwesen zum Kollabieren brachte. Und das hat alle möglichen Geschäftsbeziehungen zu Syrien zerstört. Also es gibt kein Verbrechen, was zu schlimm wäre, als dass die USA da nicht teilnehmen würden. Und dieser Schrecken geht nun immer weiter. Ich möchte ein weiteres Beispiel geben am Ende.
Ich werde dieses Foto Ihnen nicht zeigen, aber ich werde es Ihnen beschreiben. Es ist zu schlimm, als dass ich es Ihnen zeigen möchte. Das ist das Massaker in Al-Zora. In Al-Zora gab es eine Gruppe Tara al-Asham, hat ein kleines alawitisches Dorf angegriffen, und was man auf diesem Foto sieht, es gab sehr wenig Widerstand, es gab ein paar Milizen, und sie wurden durch diese große Kraft von Al-Qaida überrannt. Auf diesem Bild sieht man einen kleinen Raum, der anscheinend von Müttern benutzt wurde, um ihre Kinder zu erziehen. Und auf dem Boden gibt es drei oder vier tote junge Frauen, eventuell sogar europäische. Das sind alawitische Frauen. Sie sind bekannt als die Freunde der Christen. Und die Frau vorne ist schon tot. Sie hat leichtes rotes Haar. Sie ist hat eine weiße Haut. Sieht sehr europäisch. Das ist getan durch Dschihadisten, die von den USA unterstützt werden. Wie jemand seinen Stiefel auf ihr gestellt hat. Und im Rückgrund gibt es, im Hintergrund gibt es ganz viel Blut. Was durch den Kugelhagel kam, der die armen Frauen getroffen hat. Und eine Frau liegt auf ihrer Seite, man sieht ganz viel Blut auf ihrem Gesicht. Und dann gibt es zwei Dschihadisten, die ganz stolz dastehen, und einer hat seinen Stiefel auf dem Rücken dieser toten Frau. Und er ist ganz stolz und macht ein Selfie davon. Sie haben dort in diesem Dorf wohl um die 43 Frauen getötet und etliche andere in Sexsklaverei verkauft. Ich habe Berichte gehört, dass sie die Leute in das Dorf gebracht haben. Sie haben sie an den Zaun gebunden, und sie mussten zusehen, als sie ihre Mütter und Eltern hingerichtet und gefoltert hatten. Und danach sind sie zu den Kindern gegangen, die an dem Zaun gebunden waren und die das gesehen hatten. Und sie haben sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Das ist der Charakter der Leute, die die USA unterstützt haben, und der ganze Westen hat diese Leute unterstützt. Während 11 Jahren von Krieg, mit unserer Entscheidung, dass wir die freieste und liberalste Nation in der arabischen Welt stürzen wollen, nämlich Syrien. Und dass wir es solchen Leuten übergeben wollen, die Selfies davon machen, wie sie auf dem Rücken von unschuldigen Frauen stehen. Das ist schrecklich. Und jetzt geht es noch weiter, dass wir die Leute, die unter diesem schlimmen Erdbeben leiden, quält der Westen sie immer weiter. Und das Außenministerium der USA sagt im Wesentlichen, das ist genau das, was die Leute verdienen. Das ist wirklich schlimm. Solch eine Regierung Entscheidung durch die US-Regierung würde nicht funktionieren, wenn die Medien das nicht machen würden, damit unterstützen würden.